Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Simotrans Kooperation. Ja, da sind wir drinnen in dem kleinen Spiel. Und wir sollten mal gerade gucken, dass wir Richtung Reutlingen kommen, weil da kam doch dann der Zug an, den wir letztens eigentlich noch sehen wollten, den wir dann aber abbestellt haben. Der war doch hier unterwegs, oder? Dann nehmen wir den mal gerade wieder rein. Der hatte 3000 Minus und wir wollten sehen, ob der Plus macht. Und ja, in Nürnberg war noch der Museumszug, den hatten wir noch offen. Da ist Würzburg. Gucken wir hier nochmal rein, was unser Museumszug bringt. Der hat jetzt gerade Minus gemacht. Hat er abgeladen, der hat aber nicht viel mit und jetzt hat er wieder 62 mit. Ich glaube, der bleibt dann dauerhaft vielleicht im Plus. Gut, das haben wir. Gucken wir weiter, was machen die Linien, die wir hier haben. Da sind ja noch ein paar lange Linien bei, die wir kürzen müssen. Und da haben wir zum Beispiel hier eine. Erfurt, Würzburg. Was war das denn jetzt hier? Aschaffenburg und Frankfurt. Ich denke mal, wir sollten dann diese Linie als nächstes irgendwie verarbeiten. Verarbeiten ist gut, ne? Verändern. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Frankfurt. Wie ist denn Frankfurt aufgebaut? Das ist ein Durchfahrtsbahnhof. Frankfurt, Aschaffenburg, das war, glaube ich, ein kürzeres Stück, ne? Aschaffenburg müsste jetzt hier vorne schon irgendwo sein, ne? Da ist Aschaffenburg, dann machen wir da doch eine neue Linie. Und zwar nicht in dem Fenster, sondern in dem Fenster dort. Neue Linie ist dort. Nach Frankfurt. Da. Machen wir weg. Die heißt jetzt A, B, F. A, B, F. Passt. Und dieser schicke Zug, der da gerade losfährt, kann dann auch schon den neuen Fahrplan bekommen. Aschaffenburg-Frankfurt. Weil die da drin sitzen, lässt er dann ja in Aschaffenburg, denke ich mal, ne? Der fährt auch richtig. Den machen wir mal hier unten hin. Und was wir dann machen müssen, wäre, ach so, die andere Route, der wartet natürlich jetzt auf den Zug, der da kommen wird. Aber das hätte er auch vorher auch gemacht. Der hat jetzt für Frankfurt Fahrgäste, ne? Das würde bedeuten, noch eine neue Linie. Und zwar von Aschaffenburg nach Würzburg ist das dann, ne? Da ist auch schon zweigleisig. Und hier ist Würzburg. Aschaffenburg, Würzburg. Da muss noch so ein Bindestrich zwischen, dann passt's. Gut. Dann würde ich aber sagen, den Zug, den wir hier unten gesetzt haben, das wäre Blödsinn, den da lang fahren zu lassen. Der kriegt nochmal einen neuen Fahrplan. Und zwar Aschaffenburg, Würzburg. So. Und Fahrplan ist auf jeden Fall Aschaffenburg. Das passt dann. So, lass den da hinfahren. Dieser, der in Aschaffenburg steht, bekommt dann nämlich die andere Strecke. Und zwar ist der Bahnhof, ne? Das ist der Zug. Fahrplan. Aschaffenburg-Frankfurt war das dann. Und Fahrziel ist Frankfurt. So, dann kann er da hinfahren, muss aber warten, bis der Zug kommt. Das passt. Und dann müssen wir die Linie natürlich ändern, die lange Linie. Wo ist er?
sehe ich sie natürlich nicht mehr. So, wie hieß die denn, bitteschön? Da müssen wir gerade mal einfach, das ist jetzt verkehrt, hier unten rein, dann wissen wir es gleich. Erfurt fängt sie an, mit E also. Ne, Erlangen, ne? Oder was ist das? Erfurt, Würzburg, Aschaffenburg, Frankfurt, das ist sie. Linie ändern. Da fliegt definitiv Frankfurt raus. Und Aschaffenburg fliegt da auch raus. Und dann bleibt Erlangen, Würzburg, Würzburg. Dann können wir nämlich da auch noch den letzten rauslöschen. Dann bleibt das Erlangen, Würzburg. So, passt. So, das ist soweit so gut. Lass die mal fahren. Sobald der Zug hier durch ist, dann müssen wir mal gucken, wo der ist, ne? Da ist er. Welche Linien sind hier? Das ist nur eine Frage, ne? Aber das fährt nur Siegen. Das heißt, wir können definitiv hier schon Signale hinstellen, was wir ja tun müssen. Damit die Züge bis hier vorfahren, ne? Und da unten müssen wir das auch machen. Sobald der da durch ist. Dann können die dazwischen fahren, sonst würden die nämlich warten, bis da einer kommt, ne? Hier haben wir doch nur zwei Linien noch drauf, naja. So. Der fährt jetzt durch und der fährt da durch. Die Frage, wo die anderen noch sind. Die Strecke ist da ja doppelt, das heißt, dort wäre es ziemlich egal, wo er lang fährt. Es wäre nur wichtig, da noch ein Signal zu haben, glaube ich, oder? Und bis dahin würde er sowieso vorfahren, weil da ein Signal ist. Gut, passt. So, Frankfurter Bahnhof können wir schließen. Aschaffenburger auch. Jetzt müssen wir nur gerade gucken. Zwischen Würzburg und Erlangen, da fahren jetzt, glaube ich, drei Züge. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Machen wir gerade die Lupe an, gucken wir gerade rein, was hier der Bahnhof sagt. Ah, da fahren mehrere Züge, Kassel-Würzburg, oh, Hildesheim-Göttingen, ach, das ist der Postzug. So viele fahren ja nicht. Kassel-Würzburg, alles klar. Das kommt dann hin, aber irgendwo müssen die anderen sein. Erlangen. Erlangen-Würzburg. Erlangen-Würzburg, ja. Zweier sind das. Einer hat da übrigens einen Postanhänger dran und der andere nicht. Haben wir noch einen dritten? Ja, der steht hier und der fährt wahrscheinlich auch noch Erlangen-Würzburg, ne? Gut, das würde bedeuten, da muss einer von runter. Und ich würde mal empfehlen, wir machen das mit dem. Setzen den auf Nichtladen und wenn der dann ankommt, machen wir da noch einen Postanhänger dran. Ich glaube, wir haben so ein paar Postprobleme sonst nachher. So, fahren wir mal gerade ein Stück schneller, dass der schneller ankommt. So, jetzt müsste er gleich irgendwo in Erlangen sein. So, und dann zum Depot, ne? Wenn er entladen hat. So, zum Depot. Und machen wir auch schneller.
So, der ist angekommen. Da rein. Und ein Postanhänger dahinter. Und einen davon raus. Ich denke mal schon, ne? Und dann kriegt er aber eine neue Strecke. Und zwar ist das Würzburg, Aschaffenburg, Aschaffenburg, Würzburg. Wer war das angegeben? Ich glaube, Aschaffenburg, Würzburg war das angegeben. So, und dann starten. Und wir hoffen, dass der da auch passend durchkommt. Und dann alles im grünen Bereich ist. Was haben wir hier? Aschaffenburg, Würzburg fährt hier schon mal mit einer schwarzen Zahl, aber ob die noch aus dieser Zeit stammt oder vorher, weiß ich auch noch nicht. Ja, dann gehen wir hier rein. So, das ist der Postzug. Oder? Ja. Und Göttingen-Kassel. Warum fährt Göttingen-Kassel gerade so schlechte Zahlen? Passagiere drin und macht miese. Hier ist es alles richtig. Fahren wir da irgendwo eine Schwierigkeit mit dem Gleisanschluss oder sowas? Das kann ja auch noch sein, ne? Nicht wirklich. Dahinter könnte er auch drehen. Hier haben wir noch einen Hamburger. Ja, da müssen wir mal richtig reingucken da. Und das müssen wir auf jeden Fall ändern, das bringt ja nichts. Der ist sogar blockiert. Achso, der wartet vor dem Signal, aber okay. Aber warum wartet der bitte schön vor dem Signal da? Der hätte doch da reinfahren können, oder? Da ist so ein Auswahlsignal vor. Naja. Ist der einen zu lang? Kann das sein? Ich würde sagen, der ist einen zu lang, ne? Da kommt der nächste. Den machen wir mal auf nicht laden. Und dann kann er gleich ins Depot fahren und dann kriegt er noch was hinten dran gehangen. Beziehungsweise den Postzug kriegt er. Zum Depot. Und dann können wir schon eine neue Linie eigentlich anlegen hier. Hamburg. Bremen. Ich glaube, nee, das war falsch. Da wollte ich hin. Da hinten. Bremen. Schön und gut, aber jetzt sind wir hier gerade ein bisschen verzwickt. Da müssen wir rein und dann dahin. So. Und dann das dahin. Hansestadt Hamburg. Ne, machen wir erst Hansestadt Bremen. Alphabetisch besser, ne? Gut. Entern wir. Linie ist gebaut. Und dann müssen wir gucken, dass wir den Zug, der da gerade ins Depot gefahren ist, umsetzen. Der kriegt einen weniger und kriegt dann den Postanhänger da dran. Und fährt dann auf der Strecke Hamburg-Hannover. Bremen-Hamburg, so. So, und dann ist der schon wieder weg. Und erster Fahrplan ist, Hamburg passt. Gut. Den haben wir. Und dann müssten wir die Strecke jetzt umändern.
Das war, glaube ich, der zu lang ist. Den müssen wir auf jeden Fall noch umändern. Und die andere Sache war der hier. Da müssen wir die Linie jetzt ändern. Dafür sollten wir gerade mal wissen, wo der ist, ne? Der fährt, glaube ich, Richtung Bremen. Das ist gut. Der fährt auch Richtung Bremen. Und die dritte ist die linke, die fährt auch nach Bremen. Das heißt, wir können die Linie definitiv ändern und Hamburg da rausnehmen. So. Dann müssen wir da noch hin. Passt. Sollte funktionieren eigentlich, ne, oder? Den müssen wir nur gleich umbauen, weil er zu lang ist. So, was machen unsere anderen Züge hier jetzt gerade? Reutlingen Rathaus, Stuttgart Rathaus ist das. Statistik bitte einmal auf, Profit da rein. Und das sieht so aus, als ob der weiter ins Plus fährt dann. Ich glaube, der hatte ja diesen Umweg da drin, das ist geklärt. Der Museumszug sieht natürlich auch super aus. Der fährt jetzt auch immer Plus ein. Ich glaube, auf dem Hinweg hier, auf dem Rückweg, nein, ist aber auch prima. So, hier haben wir Aschaffenburg-Frankfurt, das ist ein neuer Zug. Und der fährt gerade mit relativ wenigen Fahrgästen durch die Gegend, und zwar nach Aschaffenburg. Und wo ist denn da in Frankfurt dann das gewesen? Ach, der war gerade sogar da. Oh Mann, da fährt keiner mehr in die Richtung da. Komisch. Hier unten müsste jetzt Aschaffenburg sein, oder? Wie sieht's da am Bahnhof aus? Frankfurt warten welche. Einer nach Würzburg. Okay. Das ist nicht so dolle. Da ist der Postzug, der wartet jetzt, und da fährt der nächste. Ist das für einer? 300 Gäste und kein einziger drin. Kassel-Würzburg. Respekt. Warum fährt der keinen einzigen Passagier durch die Gegend? Der hat 203 dran, Kassel-Würzburg. Okay. Spricht so ein bisschen dafür, dass wir auf der Strecke zu viele Züge drauf haben, oder? Sind nur zwei drauf. Dann gucken wir mal gerade in Würzburg, was da nach Kassel will. Ja, definitiv. Dieser Zug fährt zum Depot. Den brauchen wir vielleicht nicht mehr dann. Gut. Weiter geht's, oder? Den haben wir erst gerade losgeschickt. Göttingen-Kassel, wie sieht's da aus? Auch rote Karte. Kassel, Göttingen, Göttingen, Kassel. Achso, dann geht's dann nach Norden da und dann passt das, ne? Genau. Aber der fährt auch so wenig Fahrgäste. Okay. Wie sieht es hier aus? Aschaffenburg-Würzburg. 20 Fahrgäste drin. Wir haben noch eine kleine grüne, schwarze Zahl. Über Frankfurt, Darmstadt, Kassel. Ja.
Einer über Würzburg, das sieht alles nicht gut aus. Obwohl, da kommt gerade der nächste Zug, da müssen wir nochmal aufrufen und gucken, was sich da jetzt gerade ändert. Da kommt der Zug gerade rein. Und wie viel hat er für Würzburg dabei? Zwei Fahrgäste für Würzburg waren dabei, den Rest hat er schon mitgenommen. Nicht gut. Der hat auch keinen Post dabei. Gut. Das ist nicht gut. Aber vielleicht wird das ja mit der Zeit noch besser. Vielleicht müssen wir hier noch einen Bahnhof hinmachen. Einen Postkutsche hinmachen, weil hier haben wir ja ein schönes Haus, ne? Mit viel Postaufkommen und... Ich glaube, da machen wir mal gerade noch eine Kutsche hin. Da stellt sich nur so ganz ein bisschen die Frage, wohin, ne? Eins, zwei... Das würde bedeuten, wir müssten hier... Bergarbeiten machen. Machen wir auch. Es war auf der einen Seite teuer. Aber anders wird es nicht gehen. Also wird es schon gehen, aber... Da wird noch was wachsen und... Dann kommt das schon hin. Ist nur die Frage, wo stellen wir gerade das Dingens hin? Dann machen wir hier noch ein Sträßlein hin. Und da stellen wir das Depot gerade auf. Dann gehen wir da rein und machen eine Postkutsche auf. Und der Fahrplan ist von dort nach dort. Das ist eine neue Linie. Stadt, Bus, Aschaffenburg war das, ne? Gut, und starten. Schließen. Da steht noch keiner, und naja, da stehen ganz viele, aber die werden dann noch kommen, die anderen, ne? Aschaffenburg, Karl-Heine-Straße, da werden schon gleich noch Passagiere kommen, gehe ich von aus. Machen wir das Pferdchen auch noch dazu auf. Das sieht alles nicht so doll aus, aber hier sieht es gut aus irgendwie. Aber der ist noch neu unterwegs. Hm. Ja, guck, da warten schon vier. Da wird es gleich voll werden. Und dann werden wir auf die Strecke auch mehr Passagiere kriegen. $2,59, $2,96. Keinen geladen zurzeit, aber jetzt gleich vier. Zuck, und jetzt geht's rückwärts. Fünf sogar von sechs, guck an. Vier wollen davon weiter. Ja, gut. Das können wir schließen. Das auch. Wie weit sind wir hier? Noch nicht ausgeladen. Wie sieht die Statistik denn da so aus? Plus und Minus, jetzt gerade Minus. Hier steht jetzt gerade keiner, er ist gerade weggefahren. Oh, macht dann noch trotzdem wieder die kleinen Minuszahlen. Aber die brauchen wir für die anderen, dass da Plus kommen, ne? Gut. Jetzt müssen hier nur noch mehr Leute dahin gehen. Okay, er ist zum Depot unterwegs, den mustern wir aus.
Wo steht denn der jetzt bitte schön? Ach so, da, auch schön. Oh, Stau gebaut. Wo möchte er denn bitte schön hin? Okay, das bedeutet, hier müssen wir was umbauen. So. Und das Signal kommt einen weiter. Und diese Strecke da müssen wir gleich wegbauen. Jetzt kann der nämlich fahren und dadurch klappt es dann auch. Aber warum fährt der jetzt nicht weiter ein? Auch schön. Ah, jetzt geht's. Und da muss ich nach dem gleich. Das geht jetzt nicht, weil der Zug da ist. So, jetzt sollte es funktionieren. Wunderbar. Und das zweite Signal dann noch weg. Gut, passt. Stau behoben. Und wenn der jetzt hier weiterfährt, was er auch tut wegen Depot und so, ne? Okay, das ist alles okay dann. Was haben wir hier unten für einen Stillstand? Okay, der fährt aber auch gerade wieder an. Das passt. Hier sind leider dann doch keine Fahrgäste mehr. Aber er hatte einen. Eins von sechs stand da gerade. Und hier wächst die Passagierzahl dann auch. Gut. Er fährt gerade hier raus. Ist auch so ein bisschen ungelenk hier, ne? Dann müssen wir das andere hier wegmachen. So sieht's besser aus, oder? Er wartet auf freie Strecke, hat 210 beladen und fährt nach Hannover. Schön. Bremen-Hannover. Der daneben ist wer jetzt gewesen? Der muss schon offen sein. Hier ist er wahrscheinlich. 46 und 5. Okay. Was sagen die Statistiken da? Geht noch, ne? Könnte schlimmer sein. Fährt gerade richtig miese weiter ein. Gut, hier wartet wieder einer, den holt er gerade ab. Und dann können wir das mal zumachen, das wird sich nicht ändern. Hier unten haben wir ja immer einen drinnen dann. Wird sich auch im Rahmen halten, denke ich. Das wird auch mal mehr werden. Hier haben wir jetzt noch den, den wir umbauen müssen. Wo ist der überhaupt schon? Der wartet immer, bis er da nach Bremen kommt, oder wo wollte er hin? Oder fährt er nach Hannover? Ne, der fährt nach Hannover. Ist ja nach Süden. Ja, okay. Ja. Bremen Rathaus, 115 nach Hannover. 46 in eine andere Richtung. Wilhelmshaven ist auch eine andere Richtung. Ja, wer will denn nach Hannover? Keiner war gerade da, ne? Nach Lübeck. Bienitzstraße will einer, auch interessant. Hannover sind 118. Und Hamburg ist nicht dabei.
Ja, okay. Wo ist er unterwegs? Wie weit ist noch bis dahin? Reichlich bis Hannover? Das ist der dritte Zug oder was? Wieso sind denn da drei Züge drauf? Ne, das sind das drei Züge, sind es nur zwei Züge. Was war das? Der war das. Ne, das sind tatsächlich drei Züge da drauf. Ja. Der ist voll. Der ist auch voll. Und der war auch voll. Also können wir sie alle drei fahren lassen eigentlich. Ja, müssen wir gucken. Aber wir sind mit der Runde schon viel zu lange unterwegs. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier zu. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.